We can drive, we can call you, waiting for you in the morning, tonight. I will take you on a bike, waiting for you to ride, tonight. Guten Morgen, Leute, aus dem Urwald. Da vorne geht gerade die Sonne auf. Es ist 7 Uhr morgens. Wir beide haben schon so ein bisschen unsere Wandersachen an, denn heute geht es viele, viele Stunden in den Wald hinein, denn wir wollen die Berggorillas finden. Erstmal gibt es aber ein kleines Frühstück. Und da ist es auch schon soweit, Leute. Für uns geht es jetzt hier rein in den sogenannten undurchdringbaren Wald. Sonst habe ich eigentlich deine Tasche. Dankeschön. Man kann sich hier tatsächlich für 30 Dollar oder so, ne? 15 Dollar einen persönlichen Porter für den Tag holen. Das ist einfach ein Einheimischer, der hier die Sachen trägt, der ihn hochschiebt. So haben sie sich wirklich vorgestellt, wenn es irgendwie hochgeht. Weil es sind schon ein bisschen anspruchsvollere Wanderungen hier. Noch ist ja alles offener, mal sehen, wie es gleich wird. Und ich schätze mal, gerade für die älteren Leute hier ist das gar nicht schlecht. Was wir gerade auch noch gelernt haben, auch die ganzen Einnahmen eben hier aus den Wanderungen zu den Gorillas, aus dem ganzen Projekt, die gehen nicht nur, wie gestern schon gesagt, zu den Gorillas. Das heißt, das Geld wird genutzt, um die Gorillas zu schützen. Das ist ja eine bedrohte Art, sowie den ganzen Nationalpark hier zu halten, sondern auch in viele lokale Projekte, wie zum Beispiel Schulen, Infrastruktur oder auch medizinische Projekte für die lokale Community hier. Das heißt, alle profitieren, was natürlich einfach eine gute Sache ist. Und ja, bin jetzt gespannt, wie das heute wird. Ja, ein bisschen Wandel. Auf geht's. Your mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right, my friend. I have the question, you have the answer. You should believe me, no one is better. We could be right, my friend. And I say, who? I wanna feel and touch the ground. I say, who? I want you to come back. And I say, who? Die 3 Stunden sind mittlerweile vergangen. Wir laufen mittlerweile nur noch durchs dickeste Dicke. Es gibt eigentlich gar keinen Pfad mehr. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Gorillas. Gerade suchen wir eine andere Gruppe, die schon dabei ist, die Gorillas zu tracken. Und unsere Groupleaderin macht dabei folgende Geräusche. Dasselbe kommt dann zurück und so finden wir uns hier im Wald irgendwie zurecht. Gerade geht es Gott sei Dank auch mal abwärts, ansonsten sind wir die ganze Zeit gerade berghoch gegangen. Kennst du noch? Ja, hier sind überall so Lianen auf dem Boden, in denen man sich dauernd verheddert. Oh, und dann fällt man um. Immer wenn man denkt, oh, das war schon das Krasseste, Leute, da geht's hier weiter. Wir sind mitten irgendwo im Nirgendwo. Wir kratzen hier an den 4 Stunden, die wir jetzt hier schon im Wald sind. Aber wir müssen ja auch noch mal raus, 4 Stunden. Und noch haben wir leider keine Gorillas gesehen. Aber wir bewegen uns wohl langsam auf welche zu. Mal schauen, dann sehe ich hinter uns niemanden mehr und vor uns niemanden mehr. Aber irgendwie, irgendwo müssen die ja sein. Gruppe wieder gefunden. Schaffst du? Ja. Und weiter. Für einen großen Abenteuerspielplatz. We are back. Okay, we're now going back already. Yes. Oh, okay. Shall I come back this way? Okay, so making like a circle. Yeah. I was gonna say, just leave me here in the jungle. I'm not going back that way. I am just not doing it. Well, big respect for you. Okay. Da wir uns langsam den 5 Stunden hier im Dschungel, möchte ich schon fast sagen, aber eigentlich ist es ja kein Dschungel, ne? Es ist ein Urwald, aber kein Dschungel. Oh, oh Gott. Ja. Und bald sind wir 5 Stunden drin und ich dachte, wir müssen alles zurücklaufen, dann wären es 10 Stunden am Ende. Sorry. So, schau hier mal den Pfad an. Wir wurden gerade eben erst so ein bisschen reingeschlagen und 2 Leute rübergegangen, das ist alles. Aber, wie wir gerade gehört haben, müssen wir immerhin nicht alles zurücklaufen, sondern wir laufen so ein bisschen im Kreis und vielleicht müssen wir am Ende nur noch 1-2 Stunden noch zurücklaufen. Oh. Und jetzt? Erster Stoß für mich. They're moving. I know. They're moving away from us. I can't do much about their movements. Ich glaube, da vorne ist er. Your papa should feel so insecure. We
my friend. If I am the earth, you are the sun, turning around something that burns. We could be right, we could be right, my friend. And I say, who? I wanna feel a touch of crown. Ist also tatsächlich geschafft, aber ich bin schon darüber hinaus auch anzusehen. Aber da oben sind zwei, wir hatten gerade schon verschiedenste Begegnungen und die sind jetzt auch so, wie uns auf der Spur wurde, interessiert das gar nicht. Stimmt, Essen sitzt hier einfach und ist die ganze Zeit Blätter und ja, ist auf 4 Meter lang, ich habe an den Kamm, sondern die Sachen sind ganz einfach, haben wir gegessen. Aber gerade eben der eine halt, das war wohl der Dominante hier in der Familie, der Gruppe, der war richtig sauer. Ich schätze mal, das konnte ich nicht ordentlich filmen, aber da haben wir alle erstmal einen Schreck bekommen, 6 Gruppenführerin irgendwie. Also das war irgendwie schon, als wir gesehen haben, okay, weiß nicht, ist das gerade richtig, was wir machen, dass wir hier hingehen sozusagen und in deren Lebensraum kommen? Ja. Oder ist es auch ganz natürlich? Keine Ahnung, der hat auch nur dominiert, wer der Stärkere ist hier sozusagen. Und wir haben uns dann wieder ein bisschen zurückgezogen und sind ausgegangen. So, jetzt sind wir uns regnen. Und wir müssen ja die Kameras zurücklassen. Und die sind nicht regengeschützt, Leute. Ich hoffe, ihr seht die Aufnahmen hier überhaupt alle noch, weil das wird jetzt gerade etwas sehr, sehr regnerisch. Ist doch wie ein Regenwald hier. Und das Ding ist, wir sind ja doch nicht im Kreis gelaufen. Das heißt, so 3-4 Stunden brauchen wir schon noch hier raus. Kleine natürliche Dusche. Oh, da kommen so Sachen an, aber da ist sie doch komplett nass. Okay, ich muss die Kamera ausmachen, Leute, das wird zu viel. Okay, mein Rucksack wieder. Jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Angeblich nimmt das Handy, ist das Handy wasserfest. Ich glaube dem Ganzen nicht. Wir werden sehen, ob wir uns nochmal wiedersehen, Leute, oder ob das jetzt war. Okay, lass den auch mal weg. Nee, bin ich mehr hier. Bischofsfett, Leute. Ich kann es nicht glauben, aber wir haben es aus diesem Wald herausgeschafft, aus diesem Urwald. Wir sind wieder hier, es regnet nicht mal mehr. Willkommen zurück aus unserer Behausung. Es war, also heute kann ich mal safe sagen, es ist niemals auf den Bildern so krass rübergekommen, wie es war. Niemals, Leute. Wir sind wirklich in einen tropischen Hagelsturm gekommen. Es hat richtig krass gehagelt. Es waren so dicke Kerne. Ich auch nicht. Es hat richtig wehgetan, wie es auf dem Kopf geplatzt ist. Ich war klatschnass. Ich konnte nicht mal meine Regenjacke rausnehmen, weil es so krass geregnet hat, dass ich den Rucksack nicht mehr aufmachen konnte mit dem ganzen Kamerazeugs. Und wir hatten ja vor allem dann zu der Zeit unsere Rucksäcke. Ja, die sind dann gebracht worden. Dann mussten wir erstmal das Regencape halt drauf machen, weil sonst sind die ja nicht trocken gewesen. Bei Kat ist auch alles im Rucksack nass gewesen, deswegen. Also es war nicht nur ein Abenteuer. Oh. Es war auch richtig scheiße teilweise. Ja. Also ich meine, es war eine fette Erfahrung mit den Gorillas. Ja, aber... Oh. Aber das größere Abenteuer war echt der Weg durch den Urwald. Insgesamt sind wir 8 Stunden in diesem Wald gewesen. Und wir hatten die kurze Route. Also, naja, es gibt keine kurzen Routen eigentlich, sondern es gibt verschiedene Gruppen. Und die Route, die gestern am kürzesten gebraucht hat, um Gorillas zu finden, die laufen ja auch einfach durch den Wald, die leben da, ja. Das war da, wo wir waren. Nur heute war es die mit Abstand am längsten gebraucht hat. Oh. Und dann noch dieser Hagelsturm. Bevor dieser Hagelsturm war, alle anderen Gruppen waren schon wieder zu Hause. Ja. Und wir waren, dann haben ja gerade erst die Gorillas da gefunden und dann kam dieser Hagelsturm. Und dann war der Rückweg natürlich auch anstrengend, weil alles glitschig war, komplett alles. Alles zermatscht in den Weg und es kann nur gehen. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Und was wir jetzt machen, Leute, wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was wir machen. Das war auf jeden Fall heute eine coole Erfahrung, aber jetzt sind wir einfach nur noch fertig. Deswegen, wenn wir das hier schon zur Verfügung haben, Leute. Whoa. Dann sollten wir dieses Bad hier mit Blick auf den Urwald genießen. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten und auch schon vorletzten Tag hier aus Uganda. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Du musst hier dann Kamera an.
will come from the other side now. Are you ready to fight him?